Servus, Savadi Club und all Gute, der Stefan hier. Das, was jetzt kommt, habe ich letzte Woche schon gedreht. Deshalb weiß ich schon, was kommt. Und jetzt werden einige denken, das weiß der sowieso immer, was kommt. Nein, weiß ich nicht. Ich mache immer erst die Ansage. Ich habe ein Thema und dann mache ich die Ansage und dann fange ich eigentlich erst an, das Video zu drehen. Deshalb weiß ich bei der Ansage meistens nie so genau, was kommt. Ich habe so einen groben Plan, aber wie es im Detail aussieht, weiß ich nicht. Heute weiß ich aber, ich kenne das Thema, das sieht ihr ja am Titel. Und es kommt ein Überraschungsgast. Also da war ich selbst überrascht. Das war so nicht geplant. Da kommt auch mal eine Thai zu Wort. Und wie das aussieht, bleibt gespannt. Es geht los. Triologie, zweiter Teil, warum Thai-Frauen immer übers Geld reden. Nein, nicht alle Thai-Frauen, aber viele oder sagen wir, die meisten reden über das Geld. Im Westen, in Amerika, irgendeiner hat es mal gesagt, irgendein reicher Mann. Oder eine reiche Frau hat gesagt, Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Und diese Beruhigung, die gibt es hier in Thailand halt nicht, weil hier ist immer chronischer Geldmangel. Wir können das von unserer Seite aus gar nicht mehr nachvollziehen, wie das ist, unter Geldmangel zu leiden. Wenn du arbeiten gehst und dir geht's nicht gut, dann sagst du, Chef, ich bleib daheim, mir geht's nicht gut, ich mach krank oder ich bin krank. Krank macht man ja nicht, krank ist man ja oder man ist es nicht. Oder du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, hier musst du zu Hause bleiben, kriegst einen gelben Schein für ein oder zwei oder drei Wochen. Und was passiert mit deinem Gehalt? Es läuft einfach weiter. Und wenn du hier in Thailand nicht arbeiten gehst, dann bekommst du kein Geld. Du bekommst, wenn du hier arbeiten gehst, wenn du in der Fabrik arbeitest, bekommst du 300 Baht am Tag. Baht sind 2,80 Euro oder 2,70 Euro, je nach Kurs. Kannst du also rechnen, das sind etwa 8,10 Euro, 8,50 Euro. Nicht in der Stunde, am Tag. Und wenn du krank bist, kriegst du diese 8,50 Euro am Tag nicht. Dann hast du nichts. Wenn du in Urlaub gehst in Deutschland, 5 Wochen, 6 Wochen bezahlter Urlaub. Wenn du in Thailand in Urlaub gehst, gehst du nicht arbeiten, verdienst du nichts. Und das zieht sich durch das ganze Thai-Leben durch. Wenn du in Deutschland arbeitslos wirst, kriegst du Arbeitslosengeld. Weil dafür hast du in der Arbeitslosenversicherung einbezahlt. So etwas gibt es in Thailand nicht. Da sind die Gehälter auch viel zu niedrig. Wer soll es denn bezahlen? Wenn du in Deutschland keine Arbeit hast, dann gehst du zum Arbeitsamt und dann kriegst du zumindest mal 60% deines letzten Gehaltes. Und dann hast du schon Probleme, das zu bezahlen mit diesem Geld, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn es zu wenig ist, dann kriegst du das sogenannte Bürgergeld gibt es ja jetzt. Da musst du noch nicht mehr arbeiten. Du kriegst die Miete bezahlt, du kriegst den Strom bezahlt, du kriegst das Wasser bezahlt und du kriegst noch ein Taschengeld, dass du dir deine Kleidung kaufen kannst und was zu essen hast. Das gibt es hier in Thailand nicht. Wenn du keine Arbeit hast, hast du kein Einkommen. Und noch schlimmer ist es dann, wenn du alt wirst, wenn du älter wirst. Wir in Deutschland bekommen unsere Rente und worüber wir immer uns Sorgen machen, unsere Sorgen ist es denn genug Rente? Kriegen wir denn genug? Und dann wird von der Altersarmut gesprochen. Altersarmut ist hier an der Tagesordnung. Meine Freundin hat mir erzählt, was ihr Vater vom Staat an Rente bekommt. Ich kenne natürlich die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, was er gearbeitet hat und wie das Ganze verrechnet wird. Aber der bekommt vom Staat im Monat 700 Baht. Das sind 18, 19 Euro im Monat. Damit muss er sein Leben bestreiten. Und das Rentensystem in Thailand, das sind halt die Kinder. Die Kinder sorgen hier in Thailand noch für die Alten. Das ist der Generationenvertrag, den wir in Deutschland haben. Das, was du heute in die Rentenkasse einzahlst, ist morgen direkt weg und verteilt an andere. Das wird als Rente ausgeschüttet an die Älteren.
Und wenn du dann alt bist, dann müssen die Jüngeren für dich zahlen. Das heißt, das, was Jüngere in die Rentenkasse einzahlen, wird auch direkt wieder ausgeschüttet und fließt dann zum Beispiel mir zugute. Um das zu berechnen, gibt es ein Punktesystem, um das zu erklären, ist das hier die falsche Plattform. Aber der Generationenvertrag, den es in Thailand gibt, der wird halt von Generation zu Generation weitergegeben. Die Jungen müssen für die Alten sorgen, genauso wie in Deutschland, nur dass das nicht in einen Topf reingeht und dann verteilt wird, sondern dass wirklich die eigenen Nachkommen für die Alten sorgen müssen. Und das ist das große Problem vieler Thais, dass die Alten eben entsprechend versorgt werden. Das zweite Thema, warum Geld dann immer wieder ein Thema ist zwischen Pharang, also zwischen Westlichen und zwischen Thais, ist eben, dass viele von euch Thailand als Land für bestimmte Vergnügungen kennen. Dafür ist das Land inzwischen im Westen berühmt. Da fahren alte, fette Säcke hin, die auf dem freien Markt in der westlichen Welt überhaupt keine Chance mehr haben und kaufen sich da junge Mädchen oder junge Frauen auf Zeit und glauben, sie sind die Größten. Und das ist auch in Thailand bekannt. Auch die Thais wissen, da kommen alte Pharangs mit Kohle. Die fahren nach Pattaya, die fahren nach Phuket, die gehen nach Bangkok oder nach Krabi oder Koh Samui oder Hua Hin oder wie all die Urlaubsorte heißen. Und da gehen die jungen Mädchen hin und verdienen da ihr Geld und schicken das Geld dann nach Hause. So funktioniert der Generationenvertrag. Ja, und dann erfährt die Familie, dass da ein Pharang im Spiel ist und die wissen, was läuft. Und dann kommt das Mädchen sofort unter Druck. Der Druck ist nicht von ihr aus, der Druck kommt von außen. Dann fragt die Familie sofort, was bezahlt er dir? Dann gibt es den Wettstreit unter den Mädchen selbst. Die haben ja auch irgendwelche Pharangs als Freunde, als Gönner. Und die fragen dann auch, was bezahlt er dir? Und dann unterhalten sich die Mädchen und da sagen die, ich habe einen Pharang und er schickt mir 10.000 Baht im Monat. Wofür? Die andere sagt dann, meiner schickt mir 12 und die dritte sagt, der schickt mir 15. Und dann sagt die vierte, der schickt mir 20.000. Leute, wenn die so viel Geld verdienen würden, oder liebe Thai-Mädchen, wenn die so viel Geld zugeschickt bekommen würden, glaubt ihr, die würden noch arbeiten gehen? In einem Job, der keinen Spaß macht, der anstrengend ist, wo sie sechs Tage in der Woche arbeiten müssen, 10 bis 12 Stunden. Und ihr mickriges Gehalt haben. Ich mache mal ein Video und erzähle euch mal, was Thai-Frauen hier in Pattaya und in den Fabriken verdienen. Da werdet ihr auch baff. Das ist viel weniger, als ihr glaubt. Aber glaubt ihr dann, die würden noch arbeiten gehen? Die Mädchen glauben das aber. Und die schicken dann alles nach Hause, sagen die. Und was haben die Familien zu Hause? Fahren dickes Auto, haben dicke Häuser? Nein, die sind weiterhin arm. Also hier ist auch alles erstunken und erlogen. Und die eine lügt oder die eine macht der anderen mehr vor, als es tatsächlich ist. Das ist natürlich auch wieder alles pauschalisiert. Nicht alle Thai-Frauen sind so. Und nicht immer alles über einen Kamm scheren. Und auch was die Beziehung Pharang und Thai anbelangt. Es geht nicht immer nur ums Geld. Und es gibt genug Thai-Frauen, die mit westlichen Pharang-Männern zusammen sind und die glücklich sind und die Familie haben. Und was macht die Thai-Frau? Sie geht arbeiten und das, was sie verdient, schickt sie nach Hause, um die Familie zu finanzieren. Also es ist nicht so, dass die Frauen immer nur scharf sind auf das Geld des Partners. Die wollen aber immerhin wissen, ist der Partner in der Lage, meinen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Das ist das Vordergründige. Weil auch die jungen Mädchen werden irgendwann alt. Und wer unterstützt seine jungen Mädchen? Ja, und wovon? Natürlich mit unserem Geld. Es lastet halt auch einen Riesendruck auf den Mädchen. Die Familie fragt nach Geld, die Freundinnen fragen, was bezahlt er dir? Wie überall, ohne Moos nichts los. Wir machen uns halt bloß zu viel Gedanken, weil das Thema Geld hier in Thailand immer sehr im Vordergrund steht und auch die Familie immer sehr im Vordergrund steht.
Wir müssen uns da wenig Gedanken drüber machen. Unsere Zukunft ist abgesichert, die Zukunft unserer Eltern ist abgesichert. Ganz im Gegenteil, wir fragen noch die Eltern, was überlasst ihr mir denn, was kriege ich denn als Erbe? Da machen sich die Thais überhaupt keine Gedanken drüber. Also verkehrte Welt, hört auf diesem Thema Thai-Frauen und Geld rumzuhacken. Es macht keinen Sinn. Es sind zwei unterschiedliche Systeme, die nicht harmonieren. Hallo, Stefan. Hallo. Stefan. Komm her. Come here. Ja. Says, what? What's your name? Heiße Bo Westphal. Komm aus Deutschland. Ich bin nur Deutsch. You are from Germany. Ja. And you watch my video. Ja. And where is your husband? Dann mein Mann auch. Komm her. Komm. This is your husband. John. Ja. No. Und mein Sohn. So. Ich guck immer bei dir. Ah, fantastic. So I talk about the Thai people. Why Thai ladies always talk about money. Money, money, ja, money. What's so important for Thai ladies? Because komm, money. Ich sag zu meinem Mann, komm besser. Er kann ja gut, besser. Ja, so, ich hab geguckt, ich hab gesagt, oh, Stefan. Ja, hab ja ich gesagt, ja, du, oh, ja, komm mal hier, mein Mann, komm. Ja. Ah, hier ist der Mann. Okay. Johnny, let's wait for your husband. Ich spreche Englisch mit dir, aber du sprichst Deutsch, gell? Ja, no English, was no, ich bin nur Deutsch. Ja, ja, komm hier, eher nein, besser. Ich frage immer, warum fragen Thai-Frauen immer so oft nach Geld? Nach Geld? Ja. Ja, aber nicht jeden. Nicht jeder. Nein, nicht servus, jeden. Grüß dich. Nicht komm her. Komm, dann bist komm, du direkt, komm, dann bist du direkt im Video drin. Hallo, ja. Ihr seid zusammen? Ja. Ja, ihr seid verheiratet? Bo und Jörn. Ja. Heiraten. Ja. Wie läuft das? Weil ich hier gerade, ich hab so eine Wut. Ich habe ein Video gemacht und habe mich darüber geärgert, dass meine Freundin immer Money, Money, Money im Vordergrund hat. Und habe mich dann aufgrund des Videos mit ihr unterhalten, warum das so ist, und versucht, das jetzt den Deutschen klar zu machen. Weil die sagen, alle Frauen, und die wollen bloß dein Geld, und schießt sie in den Wind. Und die kennen die Frau überhaupt nicht. Die kennen auch mich nicht und die ganze Situation nicht. Und ich versuche jetzt, den Deutschen klar zu machen, dass hier ein ganz anderes System herrscht. Dass es hier diese finanzielle Sicherheit, die wir in Deutschland haben, gar nicht gibt. Ja. Hier gibt es kein Krankengeld, hier gibt es kein Urlaubsgeld, hier gibt es kein Weihnachtsgeld, hier gibt es vor allen Dingen keine Rente. Das fällt alles weg. Deshalb machen sich die Thai-Frauen immer so viel Gedanken um das Geld, weil die Zukunft muss ja abgesichert sein. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie kommt ihr denn zurecht? Ja, sehr gut. Sie sehr gut verdienen ihr eigenes Geld. Ja. Ich auch. Ja, genau. Wunderbar. Was machst du mit dem Geld, das du verdienst? Ja, habe ich selber verdient. Arbeiten in was machst Deutschland du damit? Was machst du damit? Ja, und dann manchmal habe ich Spaß für meine Familie teilen, genau, weil wir haben arm, wir haben kein so viel Geld. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Ja. Wenn die Thai-Frau in Deutschland ist, sie geht arbeiten, und das Geld, was sie in Deutschland verdient, schickt sie nach Hause zur Familie. Genau. Also Leute, jetzt habt ihr das mal aus allererster Hand gehört, wie das ist. Wenn die Thai-Frau nach Geld fragt, dann nur aus Gründen der Sicherheit. Ja? Ja, so wie wir unser Geld in die Rentenkasse einzahlen, zahlt die Frau ihr Geld an die Familie als Rente. Ja. Mehr ist das nicht. Und die Sicherheit wollen die halt haben. Und deshalb fragen die auch immer hier, wie sieht es denn aus mit deinem Einkommen? Und macht euch da keine Gedanken. Und jede Frau, glaubt mir, jede Frau ist anders, und nicht jede Frau ist hinter eurem Geld her, sondern jede Frau ist immer nur darauf hinterher, dass die Familie abgesichert ist und dass die Frau im Alter auch selbst abgesichert ist. Meistens. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Deshalb sage ich, nicht alle sind gleich. Und es ist schön, dass ich euch hier am Strand getroffen habe. Und ich mache eine Trilogie. Und der dritte Teil ist dann, ich komme ins Fernsehen. Wann und wo und wie, das erzähle ich euch dann im dritten Teil der Trilogie. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und sonst sage ich immer zum Abschluss, was sage ich denn immer? Tut Gutes, habt Spaß und genießt euer Leben. Ja, genau. Genießt ihr auch euer Leben. Okay, macht's gut. Schön gut. Ja, ciao. Komm Urlaub in Heiler, ne? Okay.